Der erste Grund, warum die Visualisierung schädlich sein kann, ist, weil du dich unbewusst auf den Mangel konzentrierst und nicht auf das, was du haben möchtest. Ich mache dir gleich ein Beispiel. Es kann nämlich sein, dass du das Gefühl hast, du denkst an das, was du haben möchtest und auf eine Art tust du das auch, aber der größere Teil von dir oder auch dein Unterbewusstsein ist mehr auf das fokussiert, was du im Moment hast. Das heißt, das Gegenteil von dem, was du eigentlich haben möchtest. Stell dir mal vor, du möchtest ganz viel Geld manifestieren und dann visualisierst du dir all diese Geldberge oder du visualisierst dir den Lifestyle, den du haben möchtest und auf eine Art siehst du diese Bilder vor deinen Augen, aber ein Teil von dir ist immer noch auf den Mangel fokussiert. Das heißt, du fühlst dich gar noch nicht so, als hättest du dieses Geld schon. Oder du denkst zwar, ich möchte mehr Geld haben und du hast das Gefühl, du denkst an mehr Geld, aber eigentlich denkst du an das, was du nicht hast oder an das, was du momentan lebst. Das passiert, wie gesagt, unbewusst. Deshalb ist es ganz wichtig, dass du bei der Visualisierung immer ganz stark dabei bist und immer genau in dich gehst und in dich reinspürst und dich fragst, hey, worauf ist mein Fokus im Moment eigentlich wirklich? Der zweite Grund, warum Visualisierung schädlich sein kann, ist, weil du dich zu sehr unter Druck setzt, um es richtig zu machen. Wenn du dich hinsetzt und visualisierst, dann möchtest du natürlich, dass deine Wünsche kommen, dann möchtest du, dass das, was du dir vorstellst, in der Realität erscheint. Weil du diese Dinge so gerne haben möchtest, kann es oft sein, dass du dich unter Druck gesetzt fühlst, dass du dich gestresst fühlst oder dass du das Gefühl hast, deine Bilder sind nicht genug lebendig, sie sind nicht genug bunt, es sind nicht genug Details dabei und so weiter. Und all diese Dinge können dich enorm stressen, sodass du dann vielleicht die Bilder vor dir siehst, aber innerlich fühlst du dich gestresst und so kann dein Wunsch natürlich nicht kommen. Der dritte Grund, warum die Visualisierung für dich schädlich sein kann, ist, es kann sein, dass du bei der Visualisierung nichts spürst, dass nicht die richtigen Gefühle und Emotionen in dir hochkommen. Denk daran, deine Gefühle, das sind deine Schwingungen. Das ist die Schwingung, die du aussendest. Wenn du visualisierst, ist es ganz wichtig, dass du nicht nur irgendwelche Bilder vor dir siehst, weil das ist nicht unbedingt sehr schwierig, sondern es ist unglaublich wichtig, dass du etwas fühlst, wenn du diese Dinge siehst. Dass du genau die fehlenden Emotionen, das heißt die fehlende Schwingung aussendest, die nötig ist, damit dein Wunsch kommen kann. Wenn du dich nämlich hinsetzt und 10 Minuten oder 20 Minuten visualisierst und du spürst aber innerlich gar nicht viel, ja, es ist einfach eine hohle Vorstellung, es sind hohle Bilder, dann verschwendest du deine Zeit. Das Gesetz der Anziehung reagiert auf deine Schwingung. Es bringt dir das, was du aussendest. Und Worte oder Bilder, das ist nicht ein Teil von deiner Schwingung, sondern es geht wirklich darum, was du fühlst, wenn du visualisierst. Wenn es so einfach wäre, jetzt mal ganz frech gesagt, dann könnte jeder Mensch einfach jeden Tag ein Bild anschauen von unglaublichem Reichtum und der Reichtum würde innerhalb von ein paar Wochen kommen. Weil das eben nicht der Fall ist, sind die Gefühle extrem wichtig, sind die Emotionen extrem wichtig. Und wenn du noch Blockaden in dir hast, wenn du negative Glaubenssätze hast und so weiter, dann wird es dir schwer fallen, in die Gefühle zu kommen. Ja, auch wenn du vielleicht jemand bist, der sehr gut visualisieren kann. Und das wiederum wird deinem Wunsch im Weg stehen. Bevor ich dir gleich den vierten Grund nenne, warum die Visualisierung für dich schädlich sein kann, möchte ich dich an mein kostenloses E-Book erinnern. 5 Zeichen, dass sich dein Wunsch bald manifestiert. Wenn du schon immer wissen wolltest, ob dein Wunsch kurz davor ist, sich zu manifestieren, lad dir das E-Book kostenlos herunter und du wirst gleich feststellen können, ob dein Wunsch sich bald manifestiert oder ob da schwingungsmäßig für dich noch etwas zu tun ist. Der Link ist unten in der Infobox. Und Nummer 4, warum die Visualisierung für dich schädlich sein kann, ist, dass das, was du visualisierst, eventuell für dich nicht realistisch genug ist. Und bevor du jetzt gleich das nächste Video anschaust, bitte warte einen kleinen Moment. Lass es mir dir erklären. Wenn ich sage, dass das für dich einfach nicht realistisch ist,
dann geht es nicht darum, dass ich dir deine Träume ausreden möchte oder deine Wünsche kleinreden möchte, sondern das Ding ist, wenn du dir Dinge vorstellst, wo du innerlich das Gefühl hast, oh Gott, das kann niemals passieren. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Das kann ich nicht haben oder das ist nicht möglich. Mit einer großen Wahrscheinlichkeit wird die Visualisierung dir nicht das geben, was du möchtest, weil diese Gedanken, die du hast über das, was du dir vorstellst, sind eine Blockade. Okay? Und dein Wunsch kann so nicht kommen. Ich sage nicht, dass du nur Dinge manifestieren kannst, wo du jetzt schon total überzeugt bist, dass sie möglich sind für dich. Aber, und in diese Falle gehen ganz viele Menschen da rein und sind dann enttäuscht, wenn ihre Wünsche nicht kommen. Es sollte für dich schon auf eine Art glaubhaft oder eben realistisch sein, was du dir vorstellst. Weil, wenn du etwas manifestieren möchtest, das für dich im Moment nicht realistisch ist, dann musst du noch mehr tun, um diese Blockaden aufzulösen. Ansonsten kann dein Wunsch nicht kommen. Ansonsten kannst du viel visualisieren, aber dann schlussendlich enttäuscht sein, wenn dein Wunsch nicht kommt. Okay? Also es ist ganz, ganz wichtig, dass du auf eine Art an das glauben kannst. Vielleicht glaubst du auch nur ein bisschen daran und das ist schon sehr, 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 sehr gut. Aber wenn es für dich wirklich too much ist, over the top, wenn du das nicht glauben kannst, was du dir vorstellst, dann bitte nimm ein anderes Ziel, mach dir einen Meilenstein, ja, gib nicht das andere große Ziel auf, sondern nimm dir ein kleineres Ziel, an das du jetzt schon glauben kannst und dann erreich deine Ziele Schritt für Schritt. Und ich weiß, das ist etwas, was viele nicht hören möchten, aber es ist unglaublich wichtig für dich, wenn du Erfolg haben möchtest mit dem Manifestieren, wenn du nicht irgendwann frustriert aufgeben möchtest und sagst, ach Gott, das Gesetz der Anziehung, das funktioniert ja eh nicht. Jetzt noch zum Schluss etwas ganz, ganz Wichtiges, einen Bonustipp für dich. Ich weiß, wenn du über das Manifestieren liest oder hörst, dann kommt immer wieder die Visualisierung drin vor. Das ist auch eine mächtige Technik. Aber wenn du jetzt merkst, okay, es fällt mir schwer zu visualisieren oder ja, ich kann das nicht, das ist schwierig oder ich bin einfach nicht gemacht dafür, dann möchte ich dir sagen, die Visualisierung ist gar nicht unbedingt nötig, dass du deine Wünsche erfüllst. Ich persönlich, ich visualisiere eigentlich praktisch nie. Ja, es ist etwas, das wende ich sehr, sehr selten an. Und ich möchte dich entwarnen, es ist nicht nötig zu visualisieren, um deine Wünsche zu erfüllen. Es gibt noch viel andere Methoden, die genauso gut wirken. Wenn du jetzt wissen möchtest, okay, wie kommt mein Wunsch noch schneller, dann schau dir dieses Video von mir an. 4 Tipps, wie dein Wunsch schneller kommt.